Ja, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für Ihr Kommen. Ich fühle mich durch das Interesse, das Sie damit bekunden, geehrt. Und ich freue mich, dass der Anno Verlag es gewagt hat, dieses Buch zu publizieren. Seit die Einladung zu der heutigen Buchvorstellung versandt wurde, haben viele Freunde und Bekannte mir immer wieder zwei Fragen gestellt. Die erste Frage lautete: Was hat denn Goethe mit dem Bergischen Land zu tun? Die zweite: War denn Goethe jemals im Bergischen Land? Nun bin ich nicht sicher, ob die durch diese Fragen offenkundig gewordene Unkenntnis das Interesse an der Lektüre dieses Buches fördern wird oder die Befassung mit der Beziehung zwischen Goethe und dem Bergischen Land für die in dieser Region Lebenden so abwegig ist, dass das Buch kaum Leserinnen und Leser finden wird. So viel sei gesagt, dreimal, und zwar in den Jahren 1774, 1792 sowie 1815, weilte Goethe im Bergischen Land und dessen Umgebung. Mit dem heute vorgestellten Buch soll meinerseits ausdrücklich nicht der Eindruck erweckt werden, Goethes Beziehung zu den hiesigen Städten und Gemeinden sei spektakulär gewesen. Er habe sich der hiesigen Landschaft, den hier lebenden Menschen, in außergewöhnlicher Weise verbunden gefühlt. Regionen, Städte, Dörfer und selbst Häuser, die glauben, Goethe für sich vereinnahmen zu dürfen, gibt es in Deutschland genug. All denen sei Goethe selbst zitiert. Goethe schreibt: Der Dichter wird als Mensch und Bürger sein Vaterland lieben, aber das Vaterland seiner poetischen Kräfte und seines poetischen Wirkens ist das Gute, Edle und Schöne, das an keine besondere Provinz und an kein besonderes Land gebunden ist, und das er ergreift und bildet, wo er es findet. Er ist darin dem Adler gleich, der mit freiem Blick über Ländern schwebt und dem es gleich viel ist, ob der Hase, auf den er hinabschießt, in Preußen oder in Sachsen läuft. Bedeutete das Bergische Land und dessen Umgebung für Goethe wohl kaum mehr als andere Landstriche Deutschlands oder Europas? So hatte er hier doch einige Freunde und Bekannte, die ihm wichtig waren und die ihn, eigenem Bekunden zufolge, teilweise hinsichtlich seines Denkens prägten. Es versteht sich von selbst, dass es Menschen mit vergleichbarer Bedeutung und Wirkung auch andernorts gab. Darf die Relevanz, welche die Besuche im Bergischen Land und dessen Umgebung für Goethe hatten, nicht überbewertet werden? So gewiss auch nicht der Stellenwert unterbewertet, den diese Visiten für diese Region hatten. Ein unbestreitbares Ergebnis seines Besuches im Jahr 1774 war das Erscheinen der Autobiografie seines in Elberfeld lebenden Freundes Johann Heinrich Jung Stilling, dessen erster Teil, Jugend, im Jahr 1777 von Goethe herausgegeben wurde und dem bis 1804 vier weitere Teile folgten. Eine wissenschaftliche Untersuchung wert wäre die Beantwortung der Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Maße Goethes Ausflug in die hiesige Region die Gründung der zum Ende des 18. Jahrhunderts entstandenen Lesegesellschaften begünstigte, deren erste am 5. Januar 1775 unter Jung Stillings Beteiligung in Elberfeld ins Leben gerufen wurde. Von der ersten nach Goethes Aufenthalt in Elberfeld ins Leben gerufenen Lesegesellschaft inspiriert, kam es dort im Jahre 1786 zu Gründungen zwei weiterer solcher Gesellschaften. Auch in benachbarten Orten riefen Bildungsbürger Lesegesellschaften ins Leben, so der in Grefrath ansässige, scherzhaft Ohm Philosoph genannte Kaufmann Wilhelm Schnitzler. Eine Lesegesellschaft zu meiden,
ist seit dem Jahr 1792 nachweisbar. Am Mittwoch, den 20. Juli 1774, kurz nach 6 Uhr, brach Goethe mit dem Zeichner und Kupferstecher Georg Friedrich Schmoll von Neuwied aus zum etwa 130 Kilometer entfernten Düsseldorf auf. Als sie gegen 23 Uhr links des Rheins gegenüber der jülich-bergischen Residenzstadt ankamen, war niemand mehr zu finden, der zu so später Stunde einen Fährdienst über den Fluss versehen hätte. Schmoll notierte hierzu: Abends um 11 Uhr mit Goethe am Rhein bei Düsseldorf angekommen. Weil es aber zu spät war und man uns nicht mehr über den Rhein führte, so mussten wir noch eine halbe Stunde weiter in einem elenden Dorfe über Nacht bleiben. Morgens früh am 21. um 6 Uhr in Düsseldorf angelangt.